Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Lords of the Fallen. Ja, wir sind jetzt so ziemlich im Endstadion des Spiels. Wir haben jetzt hier noch die verlorenen Brüder getötet, die zwei Stück. So einen Blitztypen und so einen Feuertypen hier. Da liegt noch einer. Haben einen ganz guten Schild bekommen. Und ja, wir können jetzt eigentlich direkt weitergehen, denn wir sollen in die Zitadelle und Antanas konfrontieren. Können wir gucken, was wir hier noch schmieden können. Eine besondere Rune, die du da hast. Werkzeug des Chaos. Die Rune von Adir. Sie kann erschaffen oder zerstören. Sie ist wunderschön. Erzähl mir was über die Rune. Sie ist anders als alles andere und enthält doch alles. Macht, die aus Schwäche entsprang. Schwäche, die sich in Macht wandelte. Danke für die Erklärung. ja, super. Und bringt mir jetzt genau was? Komm, renn in die Waffe. Füge die Rune in das Schwert ein. Ich werde Adir die Seele von Antanas liefern. Ein Werkzeug des Chaos in der Waffe des Werkzeugs des Chaos. Ja. Das gefällt mir. Na, und mir erst. Na los. Kann erstmal hier die Dinger noch holen. Makellose Giftrune, das ist schon mal sehr gut. Und eine Feuerrune, also Rune ausrüsten. Physischer Schaden. Also richtig geil ist jetzt nicht wirklich, aber na ja, gut. So, ich würde jetzt gern hier durch irgendwie. Wo geht's denn hier weiter? Da hinten ist noch ein Gang, den wir beim letzten Mal nicht. Ach so, hier sind wir rausgekommen, alles klar. Hier geht's runter und hier geht's dann wahrscheinlich hoch, oder was? Ah ja, alles klar. Da ist der Verräter! Was? Wo? Au! Bist du denn her? Wer bist du? Jetzt reicht's mir aber. Ach, das sind wahrscheinlich die Leute von Antanas. Macht ja auch irgendwie Sinn. Oh, hier ist eine Menge los. Du Verräter! Wir hängen deinen hässlichen Kopf an die höchste Zinne! Quatsch, keine Opern, du gehst gleich erstmal drauf. Oh Mann, also richtig viel Schaden mache ich jetzt nicht wirklich bei denen. Au! Oh ja, die machen eine Menge Schaden. Sollte ich vielleicht nicht unbedingt unterschätzen. Sie nicht verdient. Man gab ihnen eine Art Elixier und es hat sie verändert. Der Gott wurde es nicht besiegt. Voller Pein und stürzten regungslos zu Boden. Dann begannen sie zu wachsen. Einer wurde von Flammen umhüllt, ein weiterer von Blitzen. Ich rannte davon. Ich konnte nicht weiter zusehen. Aber die sind schon echt nicht ohne, die Typen. Bin mir noch nicht so ganz sicher, ob mir das gefällt mit der Rune in der Waffe. So, hier war ein Portal, was wir beim letzten Mal nicht betreten konnten. Machen wir natürlich jetzt gleich mal. Mal schauen, wo wir so landen. Oh, mal wieder eine Herausforderung. Sehr schön. Los, zeigt euch. Feige Bande. Ja, und nu? Ach, Gottchen. Au.
ja nicht so geil hier. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt insgesamt noch irgendwo... Ach, Hallöchen. Ob es insgesamt noch irgendwo was gab zu holen an solchen Steinen. Bist du? Oh nein, ich sehe nichts wahrscheinlich. Oh, jetzt kommt der Schurke. Oh, Alter. Oh mein Gott, hat das wehgetan. Au. Ja, schön daneben. Wunderbar. Jetzt bleib halt mal stehen, du Arsch. Hallo? Jetzt reicht's mir aber mit dir hier. Ist ja nicht warm. Oh mein Gott. Oh, ich glaube, ich bin jetzt schon zu früh draufgetreten. So, mal gucken, wer jetzt angeschissen kommt. Ach Gott, ist doch nicht wahr. Zwei von diesen Typen. Oh mein Gott. Autsch. Ganz ruhig, Dickerchen. Nur kein Stress. Au. Schön erst nochmal wuschubst. Autsch. Oh mein Gott.
Hallo, Kiste. Mal gucken, was Schönes drin ist. Wahrscheinlich nur irgendeine leere Flasche oder sowas. Stabblick. Und eine ganze komplette Rüstung. Herrscher. Komm, die gucken wir uns mal an. Alter Falter. Also laufen kann ich mit dem Ding jetzt nicht mehr, aber die sieht mal richtig geil aus. Ja, laufen geht noch, aber rollen geht nicht mehr. Ja, das sieht einfach nur astrein aus. Allein das ist schon ein Grund, vielleicht mal einen Krieger anzufangen. Umhang sieht auch ganz richtig geil aus. Ja, aber die Rüstung, Wahnsinn. Aber das hilft uns jetzt nicht, denn wir können mit dem Ding halt nicht großartig kämpfen. Ziehen wir wieder leichte Rüstung an. Wo war hier der Ausgang? Da war der Ausgang. Sehr schön. Ach Gott, jetzt sind ja die Typen wieder da, glaube ich, oder? Hallo? Einmal raus, bitte. Sehr schön. Oh mein Gott, wer bist du denn? Oh mein Gott. Hallo. Bleib noch ganz geschmeidig. Der ist aber schon ein bisschen eklig. Wasser die Waldfee. Na, ich vermisse ehrlich gesagt ein bisschen das Gift auf meiner Waffe. Oh mein Gott. Huiuiuiui, der ist ja schon nicht ganz so einfach. Liegt aber daran, dass er die ganze Zeit natürlich mit seinem blöden scheiß Schwert mein Schild zurückstößt. Oh mein Gott, wo hab ich denn hingehauen? Ich Idiot aber auch, ey. Wiedersehen, Arschloch. Alter, ist da nicht warm? Fuck. Das war der falsche Zauberspruch. Ich wollte gar keinen Mimikry machen. Mann, hör das Ding mal auf. Ich sehe nichts. Ey, wie oft schlägt. Oh mein Gott. Nein, zwei Stück davon ist überhaupt gar nicht cool. Ich gehe ja schon. Hallo? Yeah.
Ja, die sind doch schon etwas fordernder, sage ich mal. Punkte ist natürlich jetzt nicht so viel, kann ich also noch lange keinen weiteren Punkt holen, aber vielleicht hier noch irgendwie eine Attributspiel, da habe ich nicht mehr. Schade. Ich muss sagen, die Adieu-Rune ist etwas enttäuschend. Also ich weiß nicht, Gift würde mir glaube ich mehr gefallen hier. Oh mein Gott. Warum sind das schon wieder zwei? Wo sollten. Was soll denn das? Reicht's mir aber. Hier wird nicht weggerannt. Oh mein Gott. Ja, ich habe einen neuen Dolch gefunden. Schädelreißer. Steht er denn? Hab ich ihn gerade schon übersehen? Hier ist er. Dolch. Ja, den kann ich nicht tragen. Warum? Weil ich wahrscheinlich nicht genug Dings habe. 29 Geschicklichkeit. Hm. Dolche sind schnelle und agile Waffen, doch dieser hier ist zusätzlich noch mächtig. Die Roger haben offenbar erfolglos versucht, ihn zu stehlen. Okay. Ich sehe zwar erstmal nicht, warum er mächtig sein soll. Aber, naja. Ach nee, da komme ich wieder raus, glaube ich. Was? Achso, der Typ ist wieder umgefallen. Mein Gott. Ja gut, ich gehe mal hier zu dem Punkt zurück. Die Aufnahmezeit ist leider schon wieder vorbei. Deswegen mache ich mal an dieser Stelle wieder ein kleines Päuschen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen, für die Likes, für Kommentare. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten einfach beim nächsten Mal wieder einschalten. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es hier dann dem Endboss entgegengeht. Alles klar, wir sehen uns. Bis dahin, einen schönen Tag und ciao, ciao.